Willkommen, liebe Journalistinnen und Journalisten. Willkommen, liebe Experten. Und danke, dass Sie uns heute Ihre Zeit schenken. Mein Name ist Hendrik Bold. Ich bin Gastwissenschaftler hier in der Redaktion des SMC und freue mich heute, mit Ihnen an diesem Pressbriefing gemeinsam teilzunehmen. Wir wollen heute zum einen über den Grünen Klimafonds reden, zu dem am 5. Oktober eine Geberkonferenz in Bonn stattfinden wird. Zum anderen aber auch über Klimafinanzierung allgemein, also der Unterstützung, die reichere Staaten, ärmeren Staaten leisten bei der Vermeidung von Emissionen und Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel. Man sieht in der öffentlichen Berichterstattung, dass es oft ums Geld geht, also wer hat wie viel versprochen, wer hat wie viel gefordert, wie viel wird dann am Ende gegeben. Wir wollen heute ein bisschen versuchen zu verstehen, was hinter diesen Geldern steht und die etwas einordnen. Also was braucht es eigentlich, in welcher Form an Unterstützung, was kommt wie an und wo könnte es besser laufen? Dafür haben wir heute drei Experten eingeladen. Bevor ich die aber vorstelle, noch einmal Hinweise an Sie da draußen, an die Journalistinnen und Journalisten. Fragen stellen Sie bitte wie immer in das Frage-Antwort-Tool. Die sind sehr gerne gesehen und wir stellen die dann weiter an die Experten. Also nicht im Chat, sondern im Frage-Antwort-Tool bitte Ihre Fragen posten. Und wenn Sie dort Fragen sehen, die Sie schon selber interessant finden, können Sie die auch mit Daumen hoch nach oben voten. Außerdem werden wir Video so schnell wie möglich anfertigen und zur Verfügung stellen und ein Transkript in etwa 1 bis 2 Tagen redigiert zur Verfügung stellen. Eine automatisch maschinell erstellte Rohfassung des Transkripts können Sie wie immer per Mail direkt nach dem Pressbriefing anfordern. Ich darf also jetzt unsere Experten begrüßen. Zum einen Dr. Florian Egli. Er ist Senior Researcher an der ETH Zürich, wo er zur Klimafinanzierung insbesondere von Vermeidungsmaßnahmen und der politischen Ökonomie der Transformation in Richtung Klimaneutralität forscht. Dann haben wir hier Dr. Axel Michailova, live aus Paraguay. Vielen Dank dafür, dass Sie so früh morgens dabei sind. Er leitet die Gruppe Internationale Klimapolitik an der Uni Zürich und hat schon an der ersten UN-Klimakonferenz 1995 teilgenommen, sich außerdem schon früh ausführlich mit Klimaschutzprojekten in Entwicklungsländern befasst. Zudem war er auch Leitautor am 4. und 5. Sachstandsbericht des IPCC. Und schließlich darf ich Dr. Martin Nolze begrüßen. Er ist Senior Evaluator und Teamleiter am Kompetenzzentrum Methoden am Deutschen Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit, welches ein Mandat des BMZ hat, unabhängig die deutsche Entwicklungszusammenarbeit zu evaluieren. Er befasst sich dabei auch insbesondere mit der Evaluierung von Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel. Nun kommen wir zu unseren Eingangsfragen. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Michailova. Können Sie uns einmal einen Überblick verschaffen? Was ist eigentlich alles Klimafinanzierung? Welche Unterscheidungen sind da besonders wichtig? Und warum gibt es den Grünen Klimafonds zusätzlich zu den ganzen anderen Finanzierungsmaßnahmen überhaupt? Ja, vielen Dank. Ich wollte auch nochmal vorausschicken, ich bin nicht nur Elfenbeinturm-Akademiker, sondern ich leite auch eine Beratungsfirma namens Perspectives, die seit inzwischen 20 Jahren in Entwicklungsländern nationale Klimapolitik und Marktinstrumente für Minderung unterstützt. Also insofern sehe ich das aus beiden Seiten. Bezüglich der Definition, was Klimafinanzierung ist. Da schwirren ganz viele Definitionen durch den Raum. Es gibt keine offizielle Definition auf UN-Ebene. Ich selber würde folgende Definition verwenden. Grenzüberschreitende Flüsse von Finanzierung, die auf öffentliche Intervention zurückgehen. Und was ist eben Finanzierung? Das bedeutet entweder ein Zuschuss oder ein Kredit, der halt zinsvergünstigt ist, oder eben auch Bankgarantien, sofern sie eben nicht marktübliche Konditionen haben. Diese Definition ist eng. Es gibt eben bekannte Institutionen auf der Welt, zum Beispiel die Climate Policy Initiative, die jährlich einen Bericht über den Stand der Klimafinanzierung herausgibt, wie auch das UN-Klimasekretariat mit solchen Berichten. Die berichten nämlich dann auch über die Finanzierung, die innerhalb der Länder stattfindet, und bestimmte Privatfinanzierung. Das heißt, wenn Sie so einen Bericht von der Climate Policy Initiative lesen, bekommen Sie das 5- oder 6-fache an dem Volumen,
was eben meine engere Definition mit sich bringen würde. Also insofern an die Medien, schauen Sie sehr genau an, was für eine Definition verwendet wird, weil die Konsequenzen davon sind natürlich sehr relevant. Dann ist natürlich auch ganz wichtig, eben wie ist überhaupt diese Begrifflichkeit entstanden? Es gibt ja internationale Klimapolitik seit jetzt inzwischen ziemlich genau 30 Jahren. Und es gibt eben solche grenzüberschreitenden Flüsse auch seither und auch schon vorher. Es gab natürlich ganz viele Entwicklungszusammenarbeit, die genau das macht, was man jetzt als Minderung und Anpassung bezeichnet. Ich habe also zusammen mit meiner Frau dazu einen Forschungsartikel verfasst. Den nannten wir Alter Wein in neuen Schläuchen. Und da kam nämlich ziemlich genau raus, dass bis ungefähr 2008 sich überhaupt nichts verändert hat. Die Flüsse der öffentlichen Entwicklungshilfe für erneuerbare Energien, für Energieeffizienz, für Waldschutz, die haben sich in dem Zeitraum nicht relevant verändert. Man hat sie halt nur umgelabelt. Man hat eben angefangen, einen sogenannten Klimaschutz- und Anpassungslabel zu entwickeln, der von der OECD verwendet wird. Und auch da haben wir uns mal genauer angeschaut, was da eigentlich berichtet wird von den OECD-Mitgliedstaaten. Vor ungefähr 10 Jahren haben wir diesen Artikel in World Development veröffentlicht und die Ergebnisse waren total ernüchternd. Ungefähr 3/4 der angeblichen Minderungsmaßnahmen waren gar keine. Und bei Anpassung war es eben ähnlich schlimm. Natürlich hat die OECD dann zurückgepfiffen und gesagt, ja, was wir da gemacht hätten, sei Unsinn. Aber ich weiß ziemlich genau von vielen Regierungsvertretern bei der OECD, dass das mächtig Staub aufgewirbelt hat und die OECD intern dann nämlich gesagt hat, Leute, verbessert bitte eure Berichterstattung. Und ich würde sagen, dass in der Tat in den letzten 10 Jahren die Zuweisung dieser sogenannten Biomarkers für Minderung und Anpassung sich tatsächlich verbessert hat. Aber es gibt immer noch Fälle, wo halt irgendein Regierungsbeamter halt mit Google Search Climate in der Liste seiner Projekte eingibt und dann kommt dann sowas raus wie Investment Climate in the Democratic Republic of Congo, was natürlich nichts mit Klimaschutz zu tun hat. Oder ein weiteres schönes Beispiel, was wir damals hatten, war, dass die Untersuchung des Trompeten des afrikanischen Elefanten, die von der US-Regierung gemacht wurde, dass das dann ein Klimaschutzprojekt war. Weil wenn man weiß, wie der afrikanische Elefant trompetet, dann ist das ja ganz automatisch ein Klimaschutzprojekt. Ja. Also insofern gab es da wirklich viele, viele Probleme. Eben jetzt auf die einzelnen Mechanismen kommend. Es gibt ja schon, bevor die UN-Klimakonvention überhaupt in Kraft trat, die Global Environment Facility. Die war von Anfang an der Finanzmechanismus, sollte eben die verschiedenen Rio-Konventionen finanzieren, unter anderem natürlich auch Klimaschutz und Klimaanpassung. Hat eben über viele Jahre ihre Ansätze entwickelt. Zunächst war sie sehr umstritten. Die Entwicklungsländer beschwerten sich, ja, es dauert viele Jahre, bis man überhaupt solche Projekte finanziert bekommt. Und außerdem, was sind die sogenannten vereinbarten Zusatzkosten von einer Intervention? Das war eine sehr interessante Diskussion, weil man halt sagte, ja, es gibt natürlich Standardinvestitionen. Und dann muss man schauen, was für eine Zusatzinvestition macht man, um halt Minderung bzw. Anpassung zu betreiben. Und eben bis 1994 hat man das halt wirklich wild verhandelt und es wurde sehr schwierig, aber zum Glück hat man sich dann zusammengerauft und die GEF, eben Global Environment Facility, läuft seither eigentlich weitgehend geräuschlos. Das ist ein Mechanismus, der regelmäßig auch neu finanziert wird. Und eben bis 2020 haben sie fast 5 Milliarden Dollars für Klimaschutz und Anpassung eben zur Verfügung gestellt. Und insofern muss man sagen, dass also eigentlich der Einstieg in die internationale Klimafinanzierung relativ gut gelaufen ist. Und dann hat man halt ab 2000 weitere Fonds gegründet, den sogenannten Anpassungsfonds. Der war insofern speziell, als er eben eine Entscheidungsmehrheit der Entwicklungsländer hat, während halt diese ganzen anderen Finanzmechanismen ja immer eine Mehrheit der Geberländer haben. Dann hat man den sogenannten Special Climate Change Fund und den Least Developed Country Fund aufgelegt. Aber das waren halt kleine Fonds. Die haben ein paar hundert Millionen enthalten. Und dann kam ja die berühmte Konferenz von Kopenhagen im Jahr 2009.
Und im Vorfeld dieser Konferenz ist eigentlich dieser Term Klimafinanzierung überhaupt erst entstanden. Da kam ein Tony Blair aus England, der sagte, ja, wir wollen Klimafinanzierung. Und der war auch der Erste, der diese berühmte Zahl von 100 Milliarden in die Diskussion geworfen hat. Ja, es braucht 100 Milliarden Klimafinanzierung. Und dann hat man Kopenhagen verhandelt. Die Konferenz hat ja im Wesentlichen nichts erreicht. War eigentlich das größte Scheitern der internationalen Klimapolitik. Aber was sie erreicht hatte, war eben die Selbstverpflichtung der Industrieländer. Wir wollen Klimafinanzierung. Wir wollen 100 Milliarden mobilisieren. Richtig. Also nicht geben, sondern mobilisieren bis zum Jahr 2020. Und wir wollen einen grünen Klimafonds. Ja, ich muss Sie an dieser Stelle leider kurz unterbrechen, damit wir die nächste Frage stellen können. Aber Die wenn das 5 Minuten habe ich aber noch nicht erreicht. Also bitte noch mal kurz weiter. Eben der grüne Klimafonds, der wurde eben dann aufgesetzt, wurde gefüllt ab 2010 und sollte natürlich dann das Hauptinstrumentarium werden. Aber ja, und ich denke, da wird Herr Egli vor allem noch drauf eingehen. Der Wirkungsgrad des grünen Klimafonds ist heftig umstritten. Eine Sache, die ich auch noch erwähnen will, es wird natürlich diskutiert, ist dieses Klimaziel von 100 Milliarden tatsächlich erreicht worden? Und da gibt es eine heftige Debatte, weil eben manche Länder halt nur das sogenannte Grant-Äquivalent, also das Zuschusselement, anrechnen. Andere Länder aber alles, egal ob sie nun einen Kredit vergeben. Und Japan ist dann natürlich ganz besonders groß, weil die vergeben gigantische Mengen von Krediten, sind deswegen offiziell der größte Klimafinanzier. Aber wenn man dann das Zuschussäquivalent ausrechnen würde, Not das zusammen. Aber ja, damit höre ich mal auf. okay, vielen Dank. Ja. Dann komme ich jetzt zur zweiten Eingangsfrage, und zwar an Herrn Egli. Inwiefern gibt es aktuell überhaupt Bedarf an Unterstützung, an Klimafinanzierung in ärmeren Staaten, und wie lässt sich dieser Bedarf und die Höhe der Unterstützung überhaupt sinnvoll festlegen? Ja, vielen Dank, Herr Bolden. Guten Morgen allerseits. Ich glaube, es passt wahrscheinlich ganz gut zu den Sachen, die Herr Michaelova schon erwähnt hat. Ich glaube grundsätzlich mal die erste Frage, wieso braucht es überhaupt Klimafinanzierung? Und da sehe ich persönlich zwei Gründe. Also einerseits, glaube ich, braucht es Klimafinanzierung, um die Transformation unserer Gesellschaft und Wirtschaften zu bewältigen, weil das alle Umstellungen zu, ich sage, klimaneutraleren Wirtschaften oder Technologien brauchen in irgendeiner Form Geld. Wieso? Weil das sehr viel Infrastruktur ist. Also wir kennen, wenn wir hier in Europa drüber nachdenken, dann denken wir über Elektromobilität zum Beispiel, da muss man Ladestationen bauen, etc. Das braucht extrem viel Geld. Oder wenn wir aber auch jetzt sagen wir auf dem afrikanischen Kontinent darüber nachdenken, was heißt eigentlich Transformation der Wirtschaft, dann müssen wir uns überlegen, wie kann ein Entwicklungspfad aussehen, der eben nicht die gleichen Emissionen verursacht, die wir verursacht haben historisch. Und auch da braucht es natürlich Geld, weil auch da braucht es Infrastrukturen, die sozusagen jetzt schon so gebaut werden sollten, idealerweise, dass sie eben dann einerseits nicht viele Emissionen verursachen und andererseits auch sich sozusagen mit dem Klimawandel bewähren, das heißt eine Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel haben. So, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist ein Gerechtigkeitspunkt, ein simpler Gerechtigkeitspunkt. Wenn Sie anschauen, die totalen Emissionen aller Länder auf dem afrikanischen Kontinent sind ungefähr 4%. So, und gleichzeitig haben wir in der westlichen Welt, in Europa, USA, seit kurzem oder seit 5 bis 10 Jahren auch China, die praktisch, würde man sagen, globalen Emissionen, wenn man historisch schaut, die da anfallen. Und da ist natürlich die Frage, inwiefern ist das dann eine Verpflichtung auch für die westliche Welt, um über die Klimafinanzierung halt Ländern in Afrika zu helfen oder auch anderen Entwicklungsländern zu helfen, mit dem Klimawandel zurechtzukommen. So. Ich glaube, das ist so das große, wieso braucht es Klimafinanzierung. Und jetzt das Pariser Abkommen hat eigentlich für diese zwei Punkte unterschiedliche Artikel. Den einen Artikel, das ist ein Zwecksartikel sozusagen des Pariser Abkommens, also ein sehr zentraler. Das ist 2.1c und das heißt Finanzflüsse mit Klimaschutz und klimaresiliente Entwicklung in Einklang bringen. So.
Der ist sehr breit gefasst und der beinhaltet eben einerseits Finanzflüsse in den Ländern selber, also zum Beispiel in Deutschland selber, was wird in Deutschland finanziert, andererseits aber auch über die Landesgrenzen hinaus, was dann in Herrn Michailovas Klimafinanzierungsdefinition fallen würde. Und der zweite Artikel, der relevant ist, ist Artikel 9. Und Artikel 9 ist die Verpflichtung der entwickelten Länder, also Industrieländer, die Entwicklungsländer zu unterstützen in der Emissionsreduktion und der Anpassung an den Klimawandel. Und daraus, oder das referenziert sozusagen dieses 100 Milliarden Ziel. Und jetzt, das gilt bis 2025 und momentan gerade wird verhandelt, was danach gilt. Und ich war gerade gestern an dieser Verhandlung in Genf. Die läuft auch sehr, ich sage mal, die ist noch nicht abzusehen, wo der Konsens ist in dieser Verhandlung. Aber was ein großer Punkt ist, ist, ob sozusagen neben den Finanzierung von Emissionsreduktion, Finanzierung von Klimaanpassung, auch die Finanzierung von Klimaschäden da rein soll. Also ob sozusagen eine Verantwortung besteht der Industriestaaten, Klimaschäden, die jetzt immer mehr zum Vorschein kommen, dafür aufzukommen, auch wenn sie nicht innerhalb der Landesgrenzen auftreten. Und hier kommen wir dann auch vielleicht, ich sag mal so, zum letzten oder vorletzten Punkt schon. Hier kommen wir zur Frage, okay, und wer kann dann sagen, sei es für Reduktionsmaßnahmen oder sei es für Klimaschäden oder für Anpassung, wer kann dann sagen, wie viel Geld wofür benutzt wird? Es gibt keine anerkannte internationale Institution, die das definiert. Und was wir momentan haben, ist eigentlich ein System, wo Entwicklungsländer in ihren Klimazielen darlegen können, inwiefern sie finanzielle Unterstützung brauchen, benötigen, um diese Klimaziele zu erreichen. Das wird gemacht, das wird aber nicht sehr, ich sag mal, ausführlich gemacht und aus einem Grund, weil es ist extrem schwierig, das auch abzuschätzen und das wirklich zu quantifizieren. Und hier, glaube ich, wäre wirklich Unterstützung vonnöten, um genauer wirklich zu wissen, wo sagen Entwicklungsländer, brauchen sie effektiv finanzielle Unterstützung, um dann auch sagen zu können, funktioniert unser Klimasystem. Also finanziert der Grüne Klimafonds wirklich Projekte an den Orten, wo die Entwicklungsländer sagen, da brauchen wir eigentlich Geld? Oder wie gut ist diese ganze Architektur eigentlich? Und was mir so ein bisschen vorschwebt, ist in der ganz, ganz banal in der Buchhaltung kennt man die doppelte Buchführung, wo sozusagen für jeden Credit ein Debit-Account da ist. Und eigentlich könnte man was Ähnliches in der internationalen Klimafinanzierung machen, wo man sozusagen sowohl ein Geberland als auch ein Empfängerland jeweils verbucht, was ist reingekommen und das Empfängerland auch, was hätten wir eigentlich gewollt. Und so sollten wir ein System bauen, das besser auch tariert ist auf wirklich die Needs, wie das in der Debatte heißt, also die Bedürfnisse der Entwicklungsländer und wo eben große Fonds wie der Grüne Klimafonds dem auch besser entsprechen. Wieso das vielleicht nicht immer der Fall ist oder was für Chancen es gäbe, das zu ändern, das können wir wahrscheinlich dann nachher noch ausführlicher besprechen. Vielen Dank. Dann komme ich jetzt zu der Frage an Herrn Nolze. Und zwar, wenn man jetzt sagt, okay, wir geben Geld, muss man ja auch wissen, was bringt denn dieses Geld? Woher wissen wir denn das? Woher wissen wir, was die Projekte vor Ort bewirken? Inwiefern erreicht da die deutsche und die internationale Klimafinanzierung eigentlich das, was man erreichen will? Und beschreiben Sie auch gerne nochmal die Rolle Ihres Instituts in der Evaluierung von dieser Hilfe. Ja, vielen Dank, Herr Bold, und schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Die Rolle des Deutschen Evaluierungsinstituts der Entwicklungszusammenarbeit, wir sitzen in Bonn, ist es, die offizielle deutsche Entwicklungszusammenarbeit und alle Entwicklungsgelder, die damit zusammenhängen, der deutschen Bundesregierung zu evaluieren. Die Bundesregierung wird vertreten durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das BMZ. Und wir sprechen in unseren Evaluierungen Empfehlungen aus, die dazu dienen, die Wirksamkeit und Legitimität der deutschen Entwicklungszusammenarbeit über die Zeit zu erhöhen, also zum Lernen und Rechenschaftslegung beizutragen. Und um diesen Zweck zu erfüllen, sind wir ein Ressortforschungsinstitut der Bundesregierung. Wir haben in den letzten Jahren uns das Thema Klimafinanzierung vorgenommen, vor allen Dingen zunächst im Hinblick auf Anpassungsfinanzierung, das heißt die Gelder, die bereitgestellt werden, um Anpassungsmaßnahmen
in den Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit zu finanzieren. Und wir haben uns dabei gefragt, zum einen die Relevanz, also die Frage, tun wir das Richtige mit diesen Geldern, erreichen wir die richtigen Länder, aber auch die Frage gestellt zur Wirksamkeit. Das heißt, erreichen wir unsere Ziele und erhöht sich tatsächlich die Klimaresilienz der betroffenen Bevölkerung in den Ländern, auf die besonders viel Finanzierung erhalten. Und wir haben das sowohl für die deutsche Klimafinanzierung im Speziellen getan, als uns das auch über Literaturstudien für internationale Klimafinanzierung anzuschauen. Im Rahmen unserer Evaluierung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel haben wir uns zunächst gefragt, ob die deutsche Klimafinanzierung besonders klimavulnerable Länder erreicht, also die verwundbaren Länder, die von den Risiken, die mit dem Klimawandel zusammenhängen, potenziell besonders betroffen sind, und haben gefunden, dass klimavulnerable Länder eher tatsächlich Klimafinanzierung erhalten. Entgegen unserer Erwartungen sehen wir aber keinen statistischen Zusammenhang zwischen dem Grad der Klimavulnerabilität, also wie sehr man verwundbar ist, und der Höhe der Finanzierung. Das hat uns verwundert, weil wir erwartet hätten, dass je klimavulnerabler ein Land, eine Region ist, desto mehr Finanzierung sie auch erhalten. Also besonders klimavulnerable Länder wie zum Beispiel Bangladesch, Angola oder Chile enthalten sozusagen unter den Erwartungen liegend hohe Finanzierungsanteile. Was uns auch begegnet ist, dass zum Beispiel kleine Inselstaaten, die jetzt von den Auswirkungen des Klimawandels besonders betroffen sind, zum Beispiel vom Anstieg des Meeresspiegels, keine höheren Zusagen erhalten. Und wir haben uns das zum einen angeguckt für die direkte Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den Partnerländern, also einzelnen Inselstaaten beispielsweise, aber auch für regionale Zusammenarbeit. Und was wir eben auch gefunden haben, dass selbst über multilaterale Entwicklungszusammenarbeit, und dazu gehört die Arbeit mit dem Grünen Klimafonds, dass auch dort kleine Inselstaaten und besonders klimavulnerable Länder nicht den Erwartungen entsprechend hohe Finanzierung erhalten. Und dort, wo die Finanzierung ankommt, haben wir uns dann, das war eben die zweite Frage, die wir gestellt haben, angeschaut, wie wirksam sind denn die Maßnahmen, die finanziert werden? Und das Ergebnis ist, dass es sehr von den Maßnahmen abhängt, ob tatsächlich sich Länder besser an die Auswirkungen des Klimawandels anpassen können. Wir haben gefunden, dass zum Beispiel naturbasierte Lösungen, also das Wiederaufforsten von Mangrovenwäldern beispielsweise, besonders effektiv sind. Das gilt auch für Infrastrukturmaßnahmen, zum Beispiel wenn Bewässerungsinfrastruktur in der afrikanischen Sahelzone aufgebaut werden. Wir haben auf der anderen Seite aber auch eben eine Reihe von Maßnahmen, die teilweise stark gefördert werden. Da geht es zum Beispiel um die Förderung eines gesellschaftlichen Wandels, die Förderung von Mobilität im Kontext des Klimawandels, oft weniger effektiv sind oder wo zumindest kein Wirkungsnachweis so ohne weiteres möglich ist. Und wir zu vielen Maßnahmen nicht wissen, ob sie denn tatsächlich wirksam sind, beziehungsweise dies nur unter hohem Aufwand feststellen können. Soweit von meiner Seite zum Eingang. Dankeschön. Vielen Dank. Herr Michaelhofer, Sie haben dazu direkt auch noch einen Punkt. Ja, genau, weil ich eben an dieser Studie auch mitgewirkt habe. Ein wichtiges Problem bei den Anpassungsmaßnahmen ist, dass man sich bisher nicht einigen konnte, was für Messgrößen verwendet man denn überhaupt, um Anpassung zu bewerten. Na, da gibt es eine langjährige Debatte in der Wissenschaft. Bei Minderung ist klar, da hat man Tonne CO2-Äquivalent. Aber bei Anpassung ist es halt sehr schwierig. Also wir haben auch für Perspektives für den Grünen Klimafonds deren Anpassungsmetriken analysiert. Der Grüne Klimafonds schaut sich letztlich eigentlich nur an, wie viele Leute haben von Anpassungsmaßnahmen profitiert. Und das sagen natürlich die Projektentwickler, ja, die gesamte Bevölkerung des Landes. Aber vielleicht kriegt dann jeder halt einen Wert von 5 Cent. Also insofern, das ist ein wesentlicher Grund, warum Anpassungsmaßnahmen für die Finanzinstitutionen nicht attraktiv sind, weil ja es nicht belastbar gemessen werden kann. Und ich habe seit ungefähr 10 Jahren versucht, 2 Messgrößen in die Debatte einzubringen, die sogenannte eingesparte Vermögenserhalt, also wenn eben es keine Extremereignisse gibt, weil man sich gut anpasst, dann wird natürlich eben der Schaden an wirtschaftlichen Gütern
gering verringert. Also das kann man dann in monetären Größen messen. Aber natürlich gibt es auch viele Schäden, die sich auf die Menschen direkt beziehen, auf deren Gesundheit oder die Menschen sterben. Und da müsste man dann die Messgröße der Weltgesundheitsorganisation verwenden, die sogenannten Dailies, Disability Adjusted Life Years. Aber es ist eine hochkomplexe Debatte und man hat sich leider bisher nicht einigen können. Danke. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine Frage von den JournalistInnen. Die würde ich gerne an Herrn Egli stellen. Da geht es darum, was Sie von den Plänen zur Reform bei der Weltbank halten, wonach künftig mehr vermehrt Entwicklungsgelder als Hebel für Privatinvestitionen zur Finanzierung von erneuerbaren Energien in Entwicklungsländern genutzt werden sollen. Also wie wichtig ist das, Privatinvestitionen da mit reinzuholen? Also Privatinvestitionen grundsätzlich, glaube ich, sind absolut zentral, denn ohne Privatinvestitionen werden wir nicht die Volumen erreichen, die wir brauchen. Also alle Schätzungen, sei es auf Entwicklungsländer begrenzt oder sei es auf die ganze Welt, zeigen, dass wir viel, viel mehr Geld brauchen, um mit dem Klimawandel fertig zu werden, als wir das haben in öffentlichen Budgets. Das mal vorneweg. Jetzt, ob sozusagen, es kommt dann sehr aufs Instrument darauf an, würde ich sagen. Also es gibt eine große Debatte im Moment zur Reform der gesamten multilateralen Entwicklungsbanken inklusive der Weltbank. Und zwar eine Debatte, dass Länder, die Anteilseigner dieser Banken öfters Garantien sprechen könnten, zum Beispiel. Also nicht direkt finanzieren, sondern gewisse Finanzierungspakete garantieren im Falle eines Kreditausfalls. Und diese Garantien, die reichen dann als Absicherung, um private Geldgeber auch sozusagen in diese Deals reinzukriegen. So, diese Pläne unterstütze ich sehr. Ich glaube, das wäre sehr sinnvoll. Das ist sehr sinnvoll. Ich glaube, da liegt auch sehr, sehr viel Potenzial. Ich glaube, dass das Weltbanksystem und die Entwicklungsbanken grundsätzlich eher zu wenig Risiko genommen haben in der Vergangenheit. Also wenn man aussieht, was das Kreditausfallrisiko ist, wenn man sich das anschaut, wie viele Kredite wirklich nicht zurückgezahlt wurden, die Entwicklungsbanken gegeben haben, dann ist es unglaublich wenig. Das ist absolut vernachlässigbar, natürlich auch wegen der politischen Ökonomie. Aber ich glaube, da man könnte risikoreichere Projekte finanzieren. Aber diese Form der Garantien, um den Privatsektor reinzubringen, finde ich sehr, sehr gut. Als letzte Bemerkung, das ist wirklich für Emissionsreduktionsprojekte hauptsächlich. Also man kann sich nicht, das wird oft übersehen. Die Anpassungsprojekte sind sehr selten Projekte, die eine finanzielle Rendite abwerfen. Und entsprechend muss man sich auch bewusst sein, dass die Klimaanpassung auch mittelfristig hauptsächlich über öffentliche Gelder finanziert werden muss. Und aus dem heraus ergibt sich für mich, dass die öffentliche Hand da sehr, sehr viel stärker den Fokus auf Anpassung legen sollte, weil wir, glaube ich, mit den Kostenreduktionen, vor allem in den Erneuerbaren, eine richtig gute Chance haben, dass der Privatsektor immer mehr diesen Teil treiben wird. Hoffentlich in den Ländern, wo das Investitionsklima sehr, sehr schwierig ist, mit einer zum Beispiel Garantie der Weltbank. Vielen Dank. Und Herr Michailova, Sie haben da auch noch was zu ergänzen. Ja, ich will Herrn Egli nur voll zustimmen, was die Garantien angeht. Was eben die Anpassungsfinanzierung angeht, man kann schon private Finanzierung für Anpassung mobilisieren, aber dafür braucht es Regierungshandeln. Auch die Minderungsfinanzierung fiel ja nicht vom Himmel. Die gab es deswegen, weil halt Länder Minderungspolitikinstrumenten wie Kohlenstoffsteuern, Emissionshandelssystem und so weiter eingeführt haben. Wenn man jetzt schaffen würde, das globale Anpassungsziel, was ja formal im Pariser Abkommen verankert ist, umzumünzen in vernünftige Politiken, den Privatsektor dazu zwingen, Anpassung zu finanzieren. Also beispielsweise, dass man sagt, für jede emittierte Tonne sind x Franken oder Euros an Anpassungsleistungen zu finanzieren. Und dafür gibt es jetzt einen Pilotmechanismus, den sogenannten Anpassungsnutzenmechanismus. Das wird von der Afrikanischen Entwicklungsbank unterstützt. Ich bin selber dort Vizepräsident des Methodenausschusses, wo wir halt sagen, für verschiedene Arten von Anpassungsprojekten soll viel Privatfinanzierung mobilisiert werden, aber dafür braucht es eben wieder glaubwürdige Indikatoren.
Und wir arbeiten halt an Methodiken, die diese Indikatoren operationalisieren wollen. Also insofern, wenn es gelänge, dass die Regierung vernünftige Anpassungspolitikinstrumente in Gang setzen, dann könnte man eben auch mehr Privatfinanzierung in die Anpassung einbringen. Das ist interessant. Vielen Dank. Herr Neuze, Sie haben dazu auch noch einen Punkt? Ja, wenn ich kurz darf. Ich glaube, spannend wird auch sein, zu verfolgen, wie sich das Thema Schäden und Verluste, also Loss and Damage im Englischen genannt, entwickeln wird. Aktuell ist das ja keine sozusagen eigenständige Säule der Klimafinanzierung sowie Minderung und Anpassung. Es steckt aber zu einem ganz großen Teil in Anpassungsfinanzierungsteil der Finanzierung und im Anpassungsportfolio von vielen Organisationen. Schäden und Verluste treten dann auf, wenn sozusagen Restrisiken bestehen, die jetzt nicht durch Minderung oder Anpassung noch adressiert und bewältigt werden können. Das heißt, wenn sozusagen das Ausmaß eines Klimaereignisses, einer Hitzewelle, einer Flut sozusagen über der Anpassungsgrenze liegt. Und da wird, glaube ich, ein großes Potenzial auch im Bereich der privatwirtschaftlichen Finanzierung liegen. Ich nenne nur das Stichwort Klimarisikoversicherung, ein Instrument, was auch von deutscher Seite sozusagen stark gefördert wird. Und insofern bleibt es, glaube ich, spannend zu sehen, wie gerade die Diskussion, die ja auf UN-Ebene Fahrt aufnimmt, es soll jetzt einen großen globalen Fonds geben zu diesem Thema, sozusagen wie die Diskussion da weitergeht und wie neue Finanzierungsinstrumente dann auch einmal sozusagen eingebracht werden zuerst in das Portfolio von natürlich von öffentlicher Hand, aber dann von privaten Finanzierungsquellen dann getragen und unterstützt werden. Vielen Dank. So, jetzt haben wir noch mal eine etwas allgemeinere Frage, auch von einer Journalistin oder einem Journalisten. Und zwar, wie es um das Erreichen der 100 Milliarden Dollar Marke eigentlich steht und wie man das bewerten kann. Auch Herr Michaelova, Sie wollen dazu direkt was sagen. Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und eine Frage, die eben auch sehr differenziert beantwortet werden muss. Es gibt einen offiziellen Bericht der OECD, der jedes Jahr den Stand der öffentlichen internationalen Klimafinanzierung abbildet. Der sagte, dass im Jahr 2020 ungefähr 80 Milliarden Dollar internationale Klimafinanzierung zugesagt worden seien. Wichtig zugesagt, nicht geleistet. Was natürlich zeigt, die 100 Milliarden wurden nicht erreicht. Jetzt gibt es aber eben dann natürlich diese Berichte der verschiedenen Länder, was ich ja schon genannt habe. Wenn Japan dann 15 Milliarden Klimafinanzierung angibt, was aber dann 14 Milliarden Kredite sind, die vielleicht ein halbes Prozent billiger sind als der Marktzins, ja, dann ist das nicht sehr robust. Das indische Finanzministerium hat schon 2015 ein Policy Paper veröffentlicht, wo sie gesagt haben, ja, in Wirklichkeit gibt es vielleicht 10 Milliarden öffentliche Klimafinanzierung. Und die NGOs wie Oxfam, die veröffentlichen halt auch regelmäßig Berichte, wo sie die Zahl halt dann irgendwie bei 15, 20 Milliarden ansetzen. Das heißt, je nachdem, wie man das Ganze interpretiert, ist man vom Ziel sehr weit oder etwas entfernt. Die Industrieländer haben natürlich dann gesagt, ja, es tut uns leid, dass wir das Ziel nicht erreicht haben. Wir geben uns jetzt Mühe, es bis 2023 zu erreichen. Und bis 2025 werden wir es übererfüllen, sodass per Saldo in der Periode zwischen 2020 und 2025 100 Milliarden erreicht worden sind. Aber mit den ganzen Weltkrisen, die wir im Augenblick haben, kann ich mir das nicht vorstellen, dass das geht. Danke. Vielen Dank. So, dann Herr Egli, Sie würden dazu auch gerne was sagen. Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass unabhängig davon, wie man es genau einschätzt, also es gibt keine glaubwürdige Quelle im Moment, die sagt, das Ziel wurde erreicht bis jetzt. Was auch wichtig ist, ist, wieso gibt es überhaupt diesen OECD-Report? Wieso ist die OECD die Organisation, die das überprüft? Und das ist zu einem großen Teil auch darum, weil man sich im Rahmen des UN-Prozesses weder über ein Monitoring, also über eine Verfolgung des Ziels, wie soll ich sagen, der Erreichung des Ziels einigen konnte, noch darüber, wie das geschehen soll. Das heißt, man hat einfach sich auf 100 Milliarden geeinigt und hat das so stehen gelassen, ohne auch, wie Herr Michaelova am Anfang gesagt hat, zu definieren, was überhaupt 100 Milliarden was. 100 Milliarden Klimafinanzierung, aber Klimafinanzierung wurde nie definiert.
Und in dieser Situation, glaube ich, ist es sehr, sehr begrüßenswert, dass die OECD diesen Schritt gemacht hat und gesagt hat, okay, dann lass uns mal etwas entwickeln, wie wir das tracken können. So. Was jetzt aber kritisiert wird, und das glaube ich zu Recht, ist, dass die OECD natürlich auch ein politischer Club ist. Also die OECD vertritt Industriestaaten und vertritt eben nicht Entwicklungsländer. Und was entsprechend jetzt gefordert wird für ein Ziel nach diesen 100 Milliarden, also nach 2025, ist zum Beispiel, dass die OECD mit einer anderen Organisation zusammen, UNCTAD wurde schon genannt, aber eine Organisation, wo Entwicklungsländer mehr Gewicht haben, halt einen solchen Bericht verfassen müsste und entsprechend auch zum Beispiel in dieser Abwägung von was ist, wie vergleiche ich eigentlich einen Kredit zu Marktkonditionen mit einem Kredit zu vergünstigten Zinskonditionen mit einem Grant, also einfach einem Affront perdu Beitrag. Wie vergleiche ich das? Diese Fragen müssen dann so angeschaut und auch, ich sage mal, politisch ausgehandelt werden. Das geht wieder in diese Richtung von so einem Checks and Balances, wo beide Seiten eben mitreden. Und vielleicht noch als letzte Bemerkung hierzu. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch eine interessante Entwicklung an neuen Tools, die man nutzen kann. Wir haben da zum letzten Jahr ein Papier veröffentlicht, eine Textanalyse automatisiert, über knapp 3 Millionen Projektbeschreibungen automatisiert analysiert und geschaut, was davon ist inwiefern klimarelevant. Und solche Tools, ich sage überhaupt nicht, dass das perfekt ist, aber solche Tools kann man viel mehr nutzen auch, und ich glaube, die werden in Zukunft auch genutzt werden, genau um einen besseren Eindruck zu kriegen, wie nahe oder wie weit entfernt sind wir von so einem Ziel. Vielen Dank. Bevor ich jetzt nochmal an Herrn Michael übergebe, da kam noch eine zweite Frage im Frage-Antwort-Tool rein, nämlich wie man das eigentlich auch als Journalist jetzt recherchieren kann, welche Finanzströme es da gibt. Gibt es da noch andere gute Datenbanken oder Recherchequellen? Die können Sie vielleicht direkt mit empfehlen, Herr Michael Ober, wenn Sie dazu jetzt was sagen. Gut, also nur zu der Sache mit dem Zuschussäquivalent, das ist einfach. Da gibt es eine klare Regel bei der OECD, die wird auch von den Entwicklungsländern nicht kritisiert. Das Problem ist, dass es eben keine Verpflichtung der Länder gibt, so zu berichten. Also das heißt, es bräuchte eben, Japan müsste dazu gezwungen werden, das Zuschussäquivalent zu berichten und nicht eben den Nennwert der Finanzierung. Bezüglich Datenquellen, klar, mit Artificial Intelligence lässt sich einiges machen. Hängt natürlich sehr davon ab, mit welchen Begriffen man die Artificial Intelligence füttert. Ich hatte da eine sehr interessante Diskussion mit Herrn Egli über die Terminologie seines Papers. Ich hatte da so ein paar Probleme mit der Terminologie. Aber wie gesagt, es sind relevante Tools. Und ich denke, die wissenschaftliche Community kann sich da sicherlich verstärkt einbringen in die politische Debatte. Bezüglich der Institutionen der Entwicklungsländer, die dafür geeignet wären, ein Gegengewicht zur OECD zu bilden. Ich fand es damals halt wirklich schade. Die Inder hatten das schöne Paper gemacht 2015, aber kein Follow-up. Ich habe mit dem indischen Umweltministerium, dem Finanzministerium diskutiert. Ja, ihr habt da den Ball ins Rollen gebracht. Jetzt rollt ihn weiter. Das war dann politisch nicht mehr interessant. Also insofern, und die UNCTAD ist aus meiner Sicht dazu überhaupt nicht in der Lage. Also es braucht wirklich eine Institution, die das entsprechende Gewicht hätte, der OECD Paroli bieten zu können. Gut, wir wissen, die Chinesen haben natürlich jetzt einige Finanzinstitutionen aufgesetzt, aber auch die Chinesen sind nicht die großen Transparenzakteure. Und bei einer chinesischen Statistik frage ich mir mal 5-mal, also nur als Hintergrund. China hat damals 2015 erklärt, ja, wir leisten Süd-Süd-Klimafinanzierung, weil wir wollen uns nicht verpflichten, weil das müssen ja die bösen Industrieländer tun, nicht wir als armes, aufstrebendes Entwicklungsland, und haben gesagt, wir geben so viel Geld, wie wir geben müssten, wenn wir verpflichtet würden. 10 Jahre später ist klar, dass keinerlei Finanzierung stattgefunden hat. Das war eine Luftnummer, die China da gebracht hat. Also insofern auch, das wäre für Journalisten eine hochinteressante Recherche, das Verfolgen dieser chinesischen Supererklärung von 2015. Viele Milliarden Süd-Süd-Finanzierung werden fließen. Und das war dann letztlich Belt and Road Financing, vielleicht sogar für Kohlekraftwerke, wenn da überhaupt irgendwelches Geld geflossen ist. Also insofern, es gibt eine Reihe von spannenden Themen, aber es ist nicht nur einseitig böse Industrieländer, gute Entwicklung. Vielen Dank.
Vielleicht ganz konkret noch ganz kurz zu den Daten. Also die OECD-Daten sind verfügbar mit den Problemen, die wir erwähnt haben. CPI, Climate Policy Initiative, hat auch Daten, die verfügbar sind, die eben viel breiter gehen, die sozusagen diese private Klimafinanzierung und auch die inländische Klimafinanzierung mit einbeziehen. Und es gibt weitere NGOs, also zum Beispiel das ODI und auch das WRI, also World Resource Institute und Overseas Development Institute sind zwei, die ich persönlich immer wieder konsultiere, mehr für Berichte, nicht für die Rohdaten, aber die in meinen Augen eine sehr gute und objektive Aufarbeitung der Zahlen bieten und einen guten Überblick bieten. Herr Nolze, Sie haben dazu auch noch was? Ja, nur den kleinen Hinweis, wenn man sich jetzt die verschiedenen Datenquellen anguckt, ist ja gut, dass man mehrere hat. Da muss man sehr genau hingucken, was steckt denn da drin. Also man muss sich diese Kriterien anschauen, nach denen da berichtet wird, weil zwischen diesen Datensätzen gibt es teilweise erhebliche Unterschiede. Das liegt nicht unbedingt daran, dass da Projekte vergessen werden oder Gelder nicht berichtet werden, sondern nicht alles lässt sich bei diesen verschiedenen Datenbanken anrechnen. Also da gibt es große Unterschiede zwischen den OECD-Daten und dann aber den offiziellen UN-Klimafinanzierungsdaten und den Daten, die der EU gegenüber berichtet werden. Also genau, also natürlich super, dass es diese öffentlichen Datenquellen gibt, aber da der Hinweis, sehr genau hinzugucken, was steckt denn da drin in den Daten. Vielen Dank. Ich hätte jetzt auch noch eine Frage an Sie, Herr Nolze. Und zwar hat Deutschland ja angekündigt, den Grünen Klimafonds mit 2 Milliarden Euro zu unterstützen. Inwiefern ist es eigentlich richtig, dass Deutschland so viel Geld über den Grünen Klimafonds leitet oder sollte Deutschland eigentlich mehr in bilaterale Hilfe geben? Also was halten Sie da für die sinnvollsten Ansätze jetzt auch für Deutschland in der Klimafinanzierung? Ja, danke schön. Also von unserer Warte aus, wir haben uns jetzt den grünen Klimafonds, das muss ich voranstellen, nicht einzeln angeschaut jetzt als multilaterale Mechanismus, sondern mit multilateraler EZ uns insgesamt beschäftigt. Aber grundsätzlich gilt, es werden große Chancen gesehen, über multilaterale Mechanismen zu finanzieren, weil es sozusagen dann geberharmonisiert stattfinden kann. Auf der Seite der Empfängerländern muss eben nicht mit einzelnen Gebern, müssen Verträge geschlossen werden und ausgehandelt werden. Also da sind Effizienzgewinne, die grundsätzlich in diesem Finanzierungsmodell stecken, zu erwarten. Insofern ist es nachvollziehbar, dass Deutschland da den Mechanismus nutzt. Das passt zur politischen Strategie. Es gibt eine Kernthemenstrategie, eine aktuelle, die diesen Bereich stärken will. Und insofern jetzt gemessen an den Gesamtfinanzierungsansprüchen der deutschen Bundesregierung, aber auch anderen Gebern, ist es folgerichtig, dass man jetzt die Finanzierung erhöht jetzt in dieser nächsten Phase. Ich glaube, was wichtig ist, dass man dabei eben darauf bestehen muss, dass Herausforderungen angesprochen und geklärt werden, die es gibt. Dazu gehört der Zugang, ne, die Akkreditierung, die sozusagen bürokratisch und aufwendig ist für viele Länder, die Kapazitäten übersteigen. Da gibt es Unterstützungsprogramme, die zeigen auch Erfolge, aber das ist nach wie vor ein Thema und im Prinzip eine ganze Reihe an Folgethemen, die angesprochen werden müssen. Das geht auch die Transparenz an und sozusagen die Rechenschaftslegung. Es ist bei Multilateralen, das muss man den deutschen Steuerzahlerinnen und Zahlern ja auch immer gut erklären, nicht so, also noch mal schwieriger nachzuvollziehen, was passiert denn nun mit den öffentlichen Mitteln, wenn man die jetzt sozusagen dem GCF gibt, weil das sozusagen noch mal dann eine Ecke mehr ist, über die man da rechnen muss. Also das ist ein Thema, das muss man, glaube ich, ansprechen und da tragen wir, glaube ich, als Institut auch dazu bei, aber es ist eben sehr wichtig, damit man auch die Akzeptanz erhält, mittel- und längerfristig. Vielen Dank. Dann noch Herr Michaelhofer. Am besten kurz halten, dann können wir noch eine Journalistfrage vor Schluss stellen. Ja, ich würde gerne nochmal auf die Mobilisierung von Geldern eingehen. Ich arbeite seit 30 Jahren auch in den internationalen Kohlenstoffmarktmechanismen. Und diese internationalen Kohlenstoffmärkte sollten meines Erachtens viel stärker verbunden werden mit der öffentlichen Klimafinanzierung, also sogenannte integrierte Klimafinanzierung. Weil jetzt haben wir ja unter dem Pariser Abkommen zwei neue Formen der internationalen Marktmechanismen, den sogenannten Artikel 6.2 und Artikel 6.4. Die Grundlagen für die Nutzung der Mechanismen sind jetzt viel robuster. Früher gab es ja wilde Diskussionen, sind diese Interventionen zusätzlich oder nicht, wird vernünftig der Referenzfall berechnet.
Und das hat sich eben durch das Glasgower Abkommen im Jahr 2021 erheblich verbessert. Also insofern wäre meine Hoffnung, dass die ganzen öffentlichen internationalen Klimafinanzinstitutionen viel stärker mit der Privatwirtschaft kooperieren im Kontext von internationalen Kohlenstoffmärkten. Es gibt ja die sogenannte Mitigation Action Facility Deutschlands, die hieß früher NAMA Facility, die jetzt zum Glück eben genau so etwas vorhat. Der grüne Klimafonds ist leider noch sehr zurückhaltend. Aber ja, ich denke, das wäre eine wichtige Thematik für die Zukunft. Mhm. Dazu passt vielleicht auch direkt eine Frage von einem Journalisten, einer Journalistin, nämlich nach der African Carbon Market Initiative. Oh, okay, ja. Gut, da kann ich gleich drauf eingehen. Die African Carbon Market Initiative bezieht sich nur auf die sogenannten freiwilligen Kohlenstoffmärkte. Das ist die Rockefeller Foundation, die ziehen wie Cowboys durch die afrikanischen Länder, erzählen den Präsidentschaftsberatern, dass Milliarden Dollar vom Himmel fallen, wenn man an den freiwilligen Kohlenstoffmärkten teilnimmt. Das ist sehr gefährlich. Das unterminiert viele langjährige Initiativen, die versucht, die Länder auf diese internationalen Kohlenstoffmärkte unter dem Pariser Abkommen vorzubereiten. Also nur als Beispiel, unter dieser ACMI ziehen irgendwelche Forstprojektentwickler durch die Lande, versuchen den Regierungen 10% ihrer Landbodenflächen sozusagen wegzunehmen, um sie zu Kohlenstoffplantagen zu machen. Es gibt eine Firma aus den Emiraten, die nennt sich Blue Carbon. Das ist ein Scheich von Dubai, der ist nach Liberia gegangen, will 10% der liberianischen Fläche dafür sozusagen ja unter Vertrag nehmen. Und die liberianische Regierung hat überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert. Also insofern, man muss sehr unterscheiden zwischen den sogenannten Carbon Cowboys, und da sind diese Emiratis ganz an der Spitze, und diese ACMI leider sehr, sehr problematisch, und den eben offiziellen Kohlenstoffmärkten unter Artikel 6 des Pariser Abkommens. Vielen Dank. Bevor ich jetzt zur Abschlussfrage komme, schaffen wir noch die letzte journalistische Frage vielleicht an Herrn Egli. Sehen Sie die Gefahr, dass jetzt mehr Geld an Länder wie Marokko geht, wo Deutschland Interessen hat, wie in grüne Wasserstoffwirtschaft zu investieren, und dann weniger an die wirklich vulnerablen Staaten? Also wird es auch instrumentalisiert, ist, glaube ich, die Frage. Ja, ganz klar. Ich glaube, also wir machen aktuell gerade ein Forschungsprojekt dazu. Darum es ist alles noch mit ein bisschen Unsicherheit behaftet. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass und das ist ein großes Problem, das ich sehe in der bilateralen Zusammenarbeit und Klimafinanzierung, dass da halt vielleicht die politische Akzeptanz größer ist, wie Herr Neuzer gesagt hat, aber es sind halt industriepolitische Interessen drin. Und das ist per se auch mal nicht verwerflich. Es sind zwei Länder und es gibt Interessen, und ich glaube, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass industriepolitische Interessen in allen Bereichen der bilateralen Zusammenarbeit irgendwie reinspielen. Und entsprechend auch so, dass ich schon ein Risiko, also Marokko jetzt hier als Beispiel, Namibia ist auch ein Beispiel, das wir uns vertieft angeschaut haben, wo es sehr große Pläne gibt, also von Seiten der deutschen Regierung im Rahmen einer Abnahmegarantie für grünen Wasserstoff, wo dann die Produktionsanlagen in Namibia gebaut werden sollen. Ich meine, das muss man Projekt für Projekt anschauen, aber es ist klar, dass solche Vorhaben, wenn sie durch bilaterale Kanäle finanziert werden, natürlich auch bis zu einem gewissen Grad industriepolitisch geprägt sind, und entsprechend lohnt es sich auch, da kritisch drauf zu schauen. Vielen Dank. So, dann würde ich jetzt noch eine Abschlussfrage stellen, die Sie dann alle der Reihe nach einmal beantworten können. Und die Abschlussfrage ist, worauf sollte sich die Berichterstattung jetzt fokussieren? Also wie können Journalistinnen besser einordnen, wie es um die Klimafinanzierung steht? Was ist da wichtig? Und wir fangen, können mal anfangen bei Herrn Nolze. Ja, also aus meiner Sicht sollte die Berichterstattung nachfragen, ob die Finanzierung das tut, was sie soll, also die klimavulnerablen Länder erreichen, inklusive beispielsweise der kleinen Inselstaaten, was ich angesprochen hatte zu Beginn, und ob sozusagen die Instrumente, die damit finanziert werden, auch wirksam sind. Vielen Dank. Herrn Egli? Also was mich sehr freuen würde, wäre Berichterstattung, und ich glaube, es wäre auch hilfreich, über Möglichkeiten, also über Opportunitäten, und weniger über Probleme. Natürlich muss man kritisch auf alles schauen, das bin ich mir völlig bewusst, aber
Ein Thema, das wir zum Beispiel angeschaut haben in den letzten paar Monaten, ist, dass in 2022 gab es enorme Öl- und Gasprofite aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine. Die größten knapp 100 Unternehmen haben ungefähr 500 Milliarden Extragewinne gemacht, einfach nur keine strategischen Entscheidungen, nur einfach, es war einfach in dem Sinne Glück für diese Firmen. So. Knapp die Hälfte davon ist in irgendeiner Form in staatlicher Hand. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, das ist wahnsinnig viel, das ist Norwegen, die Vereinigten Arabischen Emiraten, die nächste COP durchführen, sind große Profiteure, Katar etc., etc., Saudi-Arabien natürlich. Jetzt könnte man die Frage stellen, wo wir brauchen mehr Garantien in diesem multilateralen System. Wir haben 2022 den Fall, dass wir unglaublich viel Geld da plötzlich zur Verfügung haben. Was passiert hier? Und das wäre so nur eine Möglichkeit, aber eine Möglichkeit, um eine, ich sage mal, eine Opportunität oder einen Weg aufzuzeigen, dass das wäre möglich. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, so Vergleichsgrößen zu schaffen. Also wenn wir jetzt sagen, Deutschland gibt 2 Milliarden an den grünen Klimafonds, dann sind das 25 Euro pro Person über 4 Jahre. Das heißt, 6 Euro pro Person. Ich habe mal nachgeschaut vorher, 24 Stunden parken in Köln kostet 5 Euro. Also hier auch so ein bisschen den Vergleich zu schaffen. 2 Milliarden klingt auch unglaublich viel, wenn man sagt, das ist das gleiche wie 24 Stunden parken in Köln einmal pro Jahr. Wahrscheinlich ist das wert für die internationale Klimafinanzierung. Also das fände ich auch schön, so ein bisschen mehr das näher zu bringen und nicht in abstrakten großen Zahlen zu berichten. Vielen Dank. So, und Herr Michailova, was wäre Ihnen wichtig? Ja, es wird ja jetzt die Verhandlung eben über das neue Klimafinanzziel, also öffentliche Klimafinanzziel nach 2025, eben im nächsten Jahr sich entfalten und soll ja auf der Klimakonferenz 2024, wo noch nicht bekannt ist, wo sie eigentlich ausgerichtet wird, zum Abschluss gebracht werden. Und da wäre natürlich die Berichterstattung gerade die Frage eben, welche Messgrößen nutzt man für Klimafinanzierung? Die Frage, warum gibt es so wenig Anpassungsfinanzierung? Wie kann man den Erfolg der Umsetzung von klimafinanzierten Projekten verbessern? Also, dass die ganzen Facetten da eben als Hintergrundberichterstattung kommen und nicht nur, ja, die Entwicklungsländer fordern 1.300 Milliarden pro Jahr und die Industrieländer wollen nur 120 Milliarden pro Jahr geben, sondern also was für Schattierungen, eben nicht schwarz-weiß, sondern Grauschattierungen gibt es in diesen Verhandlungen. Vielen Dank. So, dann sind wir jetzt auch schon am Ende unseres Pressbriefings angekommen. Ich möchte mich nochmal besonders bei unseren Experten bedanken für die Zeit, die sie uns heute geschenkt haben. Und dann auch natürlich an die Journalistinnen und Journalisten. Vielen Dank, auch vielen Dank für die Fragen, die sie gestellt haben. Und Dank auch an die Unterstützung meiner Kollegen im Hintergrund. Das Transkript an die Journalistinnen nochmal gerichtet, können Sie, wie gesagt, in der Rohfassung direkt anfordern. Ansonsten werden wir das schnellstmöglich zur Verfügung stellen. Und dann sage ich mal, machen Sie es alle gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Danke Ihnen.